So, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Space Marine. Heute I am Raven Guard. Habe ich mir so vorgestellt, wir gehen natürlich wieder in Exterminatus, einmal einfach ein bisschen ballern. Ich habe mir einen Raven Guard Typen hier ja zusammengebaut. Ja, hier, ne? Raven Guard. Und zwar in kompletter MK4-Rüstung. Also MK4 Maximus ist ja eigentlich hier Pre-Heresy-Rüstung oder halt, ne, stimmt gar nicht, so während der Heresy. Eigentlich war da ja MK3 und dann der Übergang zu MK4 und haben die ersten Orden das gekriegt und so. Ich habe mir aber gedacht, ja, das ist eine relativ, obwohl sie auch hier schon ziemlich fett aussieht, aber es ist eine relativ schlanke, elegante Rüstung, deswegen passt das ganz gut zum zu der Raven Guard, finde ich, weil da ist ja eher alles hier so sneaky und Style und ja, keine Ahnung, Geschwindigkeit und Schatten und so weiter. Und deswegen spielen wir heute mit einem komplett MK4 Maximus Marine in verschiedenen Klassen. Ich habe nämlich da vorbereitet einen Sprungmarine, einen Devastor und einen taktischen. Und zwar so, wie ich mir das so ein bisschen bei Raven Guard vorstelle. Der taktische hat einen normalen Bolter und Stalker Bolter, weil ich dachte, ich mache mal einen, der nur so auf Bolter geht. Der Devastor mit Laserkanone, weil wo ist denn der hier genau, den taktischen? Devastor mit Laserkanone und den Sturm Space Marine mit, okay, ist noch ganz am Anfang, dann hätte ich ja noch einen Springer nehmen können. Den Sturm Space Marine einfach mit Kettenschwert und Boltpistole. Aber anderen Perks. Und zwar nämlich, dass ich beim Abheben und beim Landen Schaden verursache. Sonst hatte ich immer, klar, beim Landen mehr Schaden. Aber dass man vor allem dann auch schneller die Sprungdüsen immer einsetzen kann. Und hier habe ich jetzt einfach alles auf Damage. Sieht schon ganz geil aus, den MK4. Also der rechte Schulterpanzer ist schon echt fett. Der ist ein ganzes Stück fetter als der von der MK7 noch. Und ja, sieht schon cool aus. Der Bolter ist ohne jegliche Perks nicht so überzeugend, finde ich. Da gibt es noch Kraken-Penetrator-Geschosse, die habe ich aber nicht. Kriegt man durch PvP. Und ich habe hier als Perks, glaube ich, mehr Munition für den Stalker-Bolter. Und was war das andere? Achso, genau, dass ich einfach eine zweite Waffe tragen kann, denn normalerweise kann man das ja nicht. Beziehungsweise hat man sonst als taktischer halt halt immer nur eine Waffe und die Boltpistole. Na, falscher Knopf. Mein Mini war nicht schlecht. Stalker wollte natürlich nicht so die Waffe der Wahl gegen die Horden hier, aber ich sag mal, egal. Oh, sieht schon echt geil aus, die Rüstung. Die Muni holen. Hätte ich auch noch gerne gehabt, aber richtig. Die Nord vernichtet.
Ist natürlich doof, dass wir jetzt vier Munitionsklassen dabei haben. Also kein Sturm Space Marine. Das ist echt blöd. Hätte ich gesehen, dass wir hier in der Map so früh sind. Ich hatte befürchtet, dass das Welle 15 bis Dings ist. 15 bis 20 beziehungsweise 21. Und ja, da wäre dann mit dem Sturm Space Marine natürlich nicht mehr so geil gewesen. Interessant wäre sonst auch noch für den Sturm Space Marine, da gibt es so einen Perk, dass der den Bolter einhändig tragen kann. Heißt, man hat dann quasi die Zweihandwaffe in einer Hand. Ist halt trotzdem Sturm Space Marine. Toll, die Munition wieder weggesnackt. Alter, nimm mal die Munition. Legion of the Damned Typ da hinten auch sehr geil. Ich weiß gar nicht, ob ich den Stalker wollte jemals hier in der... Also im Nicht-PvP genommen habe. Der Volta ist nicht überragend. Aber ist auch nicht schlecht. Also er macht auf jeden Fall Bock. Ich denke trotzdem, dass der Sturmvolta besser ist. Gechargt. Bam, jetzt aber. Gucken, ob ich die Muni da oben krieg. Ja. Xenos vernichtet. Toll, die Granate auch wieder weg. Macht der Stalker Volta schön Krach. Aufpassen.
Jetzt kommen die letzten, meine ich. Ja. Jetzt nicht down gehen hier. Geil. Bin sogar geschafft. Xenos vernichtet. Schutzmaßnahmen eingeleitet. Ja, gut. Jetzt war da mal standesgemäß rasiert. Ich gucke gleich auf die Stats. Also ich bin echt begeistert von dieser Rüstung, wie geil das aussieht. Auch der Brustpanzer ist natürlich sehr schick. Okay, nicht Nummer 1. Ich meine, wir sind auch nicht direkt am Anfang eingestiegen, aber es war noch relativ früh im Spiel. Aber gut. Jetzt einmal Zeit für einen Sturm Space Marine. Wahrscheinlich nehmen die jetzt alle Sturm Space Marine, weil es denen auf den Sack geht, dass sie alle so wenig Munition haben. Oder jetzt hatten. Alter, sieht er geil aus. Nee, oh, die Map hart. Also hier mit Sturm Space Marine nicht easy. Ja, Captain Schwert ist halt schon geil. Okay, zwei Devastoren, einen taktischen und mich halt. Also, ich sag ja immer, zwei taktische, ein Devastor, ein Sturm Space Marine. Zwei Devastoren auch nicht schlecht. Aber so gut, dass ich jetzt ihn hier genommen habe und da, nicht so auf Munition angewiesen bin. Aber kann sein, dass die Jungs hier gleich echt Probleme kriegen. Weil halt alle so sehr auf Energie an, nicht auf Energie, auf Munition an. Andersrum droppt eigentlich auch immer so diese Position. Ja, danke für die Blendgranate hier. Dann schnappt euch mal alle Munition. Ein Devastor hier rechts an einem stählernen Stern. Nehme ich ja auch immer gerne. Zum einen, weil es total geil aussieht. Zum anderen, weil es auch einfach sinnvoll ist. Hier können wir noch gut rasieren. Das wird aber gleich echt hart. Also wenn hier nachher die Bosse und sowas kommen. Obwohl es noch keine sehr hohen Waves sind, ist es trotzdem relativ hart. Normalerweise als hier mit Kettenschwert sollte man immer den Laramas Segen nehmen, damit man Energie auflädt, während man hackt. Habe ich jetzt nicht. Macht mich halt noch anfälliger, aber läuft ja eigentlich ganz gut. Geil, ich habe natürlich die Herausforderung gestanden. Oh, jetzt wird es aber eng hier. Jetzt kommen nämlich die alle mit den Energiewaffen. So, ich hätte gern keine Munition, aber einmal Equipment, genau. Einmal Munition würde ich nehmen, wenn die alle... Ja, okay. Die scheinen genug zu haben. Dann nehme ich mir einmal. So, und jetzt wird's hart. Also ich meine, mit zwei Devastoren könnte das hier eigentlich gut klappen, aber das ist schon ordentlich, was jetzt hier gleich passiert. Ja.
Devastoren rasieren schon ordentlich. Shit. Boss. Habe ich das Stimpack noch... Ja, so ist natürlich perfekt. Der eine nach vorne, der andere nach hinten. Habe ich das Stimpack zwar noch angekriegt, aber war schon zu spät. Oh, noch einer down. Der geht auch gleich down. Eieiei, letzter Überlebender, nicht sterben. Jawohl, sehr schön. So, denn wenn der letzte Typ hier down geht, dann ist halt vorbei. Ah, ohne den Lavamas-Segen ist das echt nicht easy hier. Also normalerweise, gerade diese Bosse hier, da kann man sich so schön hochhacken. Aber der macht mich hier echt fertig. So, haben wir ein Equipment? Ich will das Equipment, jawohl. Okay, alle leben wieder. Zwei Leben haben wir noch. Zwei Wellen kommen noch. Sprengsquicks höre ich schon wieder. Das heißt schon, wir haben die Partie jetzt fast einmal. Springsquick, soll ich nicht ein bisschen laufen? Die Rüstung sich wieder aufhält. Squicks immer scheiße. Springspace Minion, was hat er denn da gerade gemacht? Das ist so komisch hier. Wow. Was für Schaden. Ja, da müssen die Devastoren mal reinhalten. So, letzte Welle. Dann haben wir die Arena geschafft. Inzwischen wieder drei Leben. Ich glaube, wir können... Okay, jetzt kommen erstmal diese Bohrer, aber ich glaube, sind ja eigentlich diese Deskor-Krieg-Dinger wahrscheinlich hier gelootet. Haben ja auch Muster und so. Nee, aber man muss gucken. Also wenn hier wieder was ist mit Punkt einnehmen und halten, bin mir bei der Map hier nicht sicher. Geht halt nur, oh Gott, wenn man eine Zeit lang nicht getroffen wurde. Da ist wieder einer down gegangen. Der Welle ungefähr geschafft.
gleich müssten Bosse auch dazu kommen, also die Nahkampfbosse. Jawohl, jetzt haben wir es. Okay, keine Bosse. Ich dachte, dass hier auch schon welche von den Nahkampfbossen kommen. Ich meine, kann auch sein, dass ich sie einfach nur nicht gesehen habe, aber eigentlich... Schutzmaßnahmen eingeleitet. Okay, ganz gute Runde. Ja, war erster, sehr schön. Ist man aber als Sturm Space Marine häufig. So, und jetzt das Problem, die nächsten 5 Wellen. Man kann da noch als... Sturm Space Marine spielen, aber dann besser mit Laramas Segen oder halt besser mit einer anderen Ausrüstung. Aber ich habe ja gesagt, Raven Guard machen wir heute nur in diesen Ausrüstungen. Vielleicht nehme ich, boah, wobei hier wird auch schon echt hart. Ich nehme mal die Laserkanone. Also hier den Dings. Hier war es doch. Mit Laserkanone eigentlich noch nicht gespielt, weil macht man nicht. Also mache ich nicht. Hab halt nur Boltpistole und... macht ordentlich Damage. Achso, und ihr seht's hier, warum die alle so angezeigt werden. Ich habe hier die Signum-Verbindung genommen. Naja, schon lahm der Typ. Damit bekomme ich die Gegner leichter angezeigt. Oder besser angezeigt. Das ist für PvP total geil. Da wundert man sich nämlich häufig, warum man irgendwie immer platt gemacht wird. Oder warum die einen so gut sehen können, wenn die mit der Laserkanone irgendwo hinten stehen und snipern. Der Ultra hier mit dem schweren Bolter ist eigentlich vielleicht noch die bessere Wahl, aber mal schauen. Ich sag mal, die Laserkanone will ich jetzt nicht verwenden, um hier solche... Okay, für ihn schon, das ist ja ein Boss. Sehr schön. Die Devastor-Rüstung sieht jetzt nicht wirklich anders aus als die normale, das Rückenmodul halt total. Und wenn ich jetzt hier die Devastor-Waffe nehme, sind auch wieder die Energiekabel dran. Aber... aber sonst... ist halt echt ein geiles Sniper-Ding hier. Ja, die Rüstung ist geil. Halte diese Position! Squeaks für uns jetzt nicht so gefährlich. War auch echt krass hier, alle wollen ballern. Also keiner mehr mit, kein Sturmruin dabei. Okay, der da hat auch eine Laserkanone.
Okay, wir haben den Punkt fast. Ist dann echt mal Munition aufladen jetzt. Quatsch, Munition. Die Rüstung meine ich natürlich. Okay, Munition liegt da hinten, will ich aber gar nicht. Soll einer von denen nehmen. Aber wahrscheinlich haben die selber gerade genug. Ich glaube, jetzt müssen wir genau da drüben einen Punkt einnehmen. Ah ne, erstmal den. Okay, dann ist in der nächsten. Da sind dann oben die beiden Punkte. Nein, dahin interessiert das gar nicht mit dem Punkt. Stellung sicher. Weiß auch gar nicht genau, ob die Laserkanone durch mehrere durchgeht. Kann nämlich sogar sein. Okay, vorausgesetzt man trifft. Das ist so komisch, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Oh oh. Nein, noch ein. Sehr schön. Tja, das gekonnt. War Kopfschuss sogar ohne Anvisieren. Die Schussfrequenz von der Laserkanone hier ist gar nicht so schlecht. Bis man halt nachladen muss. Da gesehen, der fummelt dann da irgendwas rum. Weil ich meine, wirklich nachladen ist ja bei dem Ding gar nicht, weil die Energiezufuhr ja hinten aus dem Backpack ist. Das ist, glaube ich, mit den Punkten oben also ein Stück laufen. Ah, okay, nehmen wir den da. Halte diese Position! Jetzt schon länger kein oh shit. Jetzt schon länger keinen Bug mehr gehabt hier im Sinne von Abstürzen oder so. Abstürzen, also dass zum Beispiel hier der Typ da wieder in der Wand feststeckt oder so. Ach, Scheiße. Scheint auch, als wäre ich hier unten allein. Junge, lauf! Lauf! Er läuft nicht. Ich will doch nicht sterben. Das könnte jetzt echt hart werden. Fuck. Tot. Oh, zwei Leute tot. Also ich meine, ich kann verstehen, wieso die im PvP so gerne die Laserkanone nehmen und damit snipern. Mein Style ist es ja so gar nicht. Mein Stalker-Bolter noch okay, aber Laserkanone, ich finde das so albern, weil man halt echt ständig gewonnen wird. Ja, okay, die Runde ist verloren, weil wenn wir da drüben einen Punkt nicht haben, was wir nicht haben, dann ist direkt vorbei. Ja, vor allem, wir haben beide Punkte nicht. Ja, dann... Tja, Jungs, das war mal nichts. Mal gucken, wenn die alle noch eine Runde machen, da machen wir nochmal. Aber ich werde nicht wieder den Devastor nehmen. Der taktische könnte hier ganz gut sein mit Stalker, Bolter, Bolter, weil man mit dem Stalker, Bolter, also diese Map ist eigentlich ganz geil für so Distanzen und Sachen.
Deswegen Stalker-Bolter. Und der Bolter halt einfach, ich meine, ja, ich finde, da wäre der Sturmbolter besser, weil, wie gesagt, Bolter nur geil mit Kraken geschossen, aber die kriegt man erst, wenn man im PvP so und so viel, weiß ich nicht, Leute killt oder was weiß ich, macht. Naja. So. So, wir sind weiterhin. Schön im Psioniker da einen vor Latz knallen. Wir sind schön weiterhin Raven-Guard. Das Blöde fand ich irgendwie schon immer bei 40k, dass die Sachen oder die Orden, die ich ganz cool finde, vom Fluff und ähnlichem, dass die immer dieses so ein doofes schwarzes Malschema haben. Schön den Melter im Rücken. Also Iron Hands halt total geil. Hatte ich ja auch mal als also einen ganzen Trupp von, habe ich irgendwie, ich glaube, sogar Bedrocks gemacht. Aber halt schwarz mit bisschen weiß. Raven Guard, scheiße. Black Templar, genau das gleiche mit schwarz und weiß. Hatte ich auch mal, habe ich sogar mal. Geil, steht der Grott dahinter und geht den Devastoren auf den Sack. Jetzt hat er die Munition nicht genommen. Oh, hier ist noch ein Boss. Was ist das? Schlecht geschossen. Oder wenn man dann die hier die Battle Sisters nimmt, hier Order of Armored Lady hier, wie heißt es denn auf Deutsch, weiß ich nicht. Hatte ich auf jeden Fall auch eine Armee von, habe ich abgegeben. Und jetzt mit den neuen Sisters hatte ich dann direkt wieder überlegt. Ich meine, das ist ja auch so wie die Ultras für Space Marines sind, so ist das da der Standardorden ja quasi. Aber ja, hast du auch wieder das gleiche, schwarz mit weißen Akzenten. Und ein bisschen rot dabei. Das sieht halt echt cool aus, aber es macht jetzt nicht so Bock zu malen, finde ich. Deswegen ist es immer ein bisschen ätzend. Bereich sicher. Okay, Punkt haben wir. Okay, lassen wir immer die Muni nehmen. Noch ist okay, aber ein bisschen Munition wäre natürlich gut. Bei den Bolt-Waffen geht natürlich Muni immer ich durch, wenn nichts Gutes. Schon vom Vorteil. Also, dass man die Gegner besser sieht, im Devastor gerade, kann man aber, glaube ich, nicht nehmen für einen taktischen. Vernichtet.
Okay, Munition wäre nice. Ich nehme mal da oben im besten Fall auch noch die Granate da, die da liegt. Halte diese Position. So, und jetzt sind wir an der gleichen Stelle wie gerade. Ich gehe mal da runter zu dem Typen. Da kann ich einen Melter, das ist gut. Okay, den Punkt hier haben wir quasi. Munition leer. So, ich muss dasselbe machen wie er, nämlich Munition einsammeln. Und dann schnell darüber. Weil er hat Plasma und Melter dabei. Das finde ich schon fett. Jetzt müssen wir auf jeden Fall auf dem Punkt bleiben, denn sonst ist es verloren. Okay, Glück gehabt. Da gibt dann immer noch so diese Verlängerung, steht ja da. Das ist dann, wenn man sich nicht darunter bewegt, dann kriegt man den trotzdem noch. Aber häufig ist man, wenn es so weit kommt, in einer Position, wo man, wo man sich dann wegbewegen muss. Wäre halt cool gewesen, wenn er uns einmal Munition gelassen hätte da. Tja, jetzt bin ich sehr knapp dran mit der Muni. Da war noch eine Boltpistole, ne? Alter, was für Gegner. Hallo, kannst du den jetzt mal bitte wegmachen hier? Was ist das denn für ein Quatsch?
Okay, Munition. Ah, haben wir was. Ist noch nicht gewonnen, diese Welle. Fuck. Jetzt werde ich wahrscheinlich draufgehen. Okay, nochmal Glück gehabt. Sehr schön. Schutzmaßnahmen eingeleitet. Jo. Der Dr. J da, der scheint das Spiel zu verstehen. Er spielt ganz gut. Also er macht die richtigen Sachen. Weiß auch wohl direkt, wo welche Punkte sind. Nein, nicht die Tür zumachen. Sehr schön. Ja, ist auch ganz oben. Wird diesmal nicht so geil. Ah, der hat ja mal voll abgeräumt. Ja, okay, der hat auch die geilen Waffen dafür. So, letzte Arena. Also, ich weiß es nicht genau. Also der taktische mit den beiden Boltwaffen ist nicht so geil. Aber der Devastor mit der Laserkanone, ich weiß nicht. Ich meine, ich nehme jetzt nochmal... Okay, 4 Devastoren. Fett. Das hier ist die Map eigentlich für die Laserkanone gewesen. Also ein PvP. Aber trotzdem ist das jetzt schon hier ein bisschen albern. Haben jetzt alle Laserkanonen? Ah ne, schweren Bolte. Okay. Wir stompen die einfach mit tot. War ganz lustig und geht jetzt noch. Das geht aber gleich natürlich nicht mehr. Ja, der hat auch kein Sägezahnmesser. Der kann nur bäm, einmal hier so ins Gesicht treten. Also die Laserkanone ist absolut nicht die Waffe meiner Wahl. Ne? Aber ich sage, ich kann verstehen, warum sie genommen wird. Ich meine, sieht auch fett aus. Ne? Also es ist die
ja, im Prinzip die stärkste Einzelschadenswaffe, mal abgesehen vom Melter, aber damit dieser Warnungsreichweite, die es bei 40k gab, ist jetzt wahrscheinlich alles nicht mehr so. Und Graf ist ja auch geil und was weiß ich. So, jetzt kommt die Uhr. Leute, kommt doch mit auf den Punkt, sonst zählt das doch nicht. Es bringt nichts, wenn man daneben steht. Der countet hier nur, wenn man halt auch wirklich auf den Punkt steht. Also klar, der hat so einen gewissen Bereich, aber wir müssen schnell diesen Punkt hier einnehmen, damit wir dann da oben zu dem anderen Punkt hingehen können. Fuck, die Granate. Oh Gott. Ja, habe ich mir schon gedacht. Schade. Ich dachte, da komme ich vielleicht mal irgendwie weg, aber es war nichts. Oh, der Dr. J, der carried das hier. Laserkanone könnte natürlich richtig geil werden gegen Bella 21, wenn wir da hinkommen. Also ihr habt gerade gesehen, wenn man einem Ork dreimal ins Gesicht tritt, dann ist er tot. Allerdings nur ein normaler Ork, ne? Also das ständige Nachgeladen bei dem Ding geht mir schon ein bisschen auf den Sack. Also ich finde das Plasmagerät hier, die Plasmakanone, wesentlich besser als die Laserkanone. Aber die macht halt punktuell Schaden, ne? Und das ist dann gegen die Chaos Marines natürlich geil. In Welle 21 oder auch hier gegen die Big Bosse, die jetzt dann kommen. Okay, man kann nicht stompen, wenn der gerade nachlädt. Das ist natürlich ein weiterer, ja, Nachteil auf jeden Fall. Dafür ist die Laserkanone eigentlich geil. Also ich meine, ich hatte ja gesagt, wenn das hier die PvP-Map ist, weil die gibt es als PvP-Map, dann ist es so geil mit Laserkanonen. Mit Stalker-Boltern auch. Aber Laserkanone ist halt, ne, also man hat diese Wahnsinnsreichweite, plus man kann halt One-Shot... Oh, okay, ich glaube, jetzt muss ich mal durchnehmen. Oder da hinten die Munitions-Hack, wenn das nicht andauert. Aufs Maul gekriegt. Blendkanal.
Oh shit. Mal schon gut aus. Ich hätte Munition gerne gehabt, aber er ja wohl auch. Okay, hat aber noch nicht gemacht. Stärkere Variante von den Shooter-Bossen mit dem, der war super. Wobei kann auch sein, dass das so ein Multi-Ding ist. Ja, ist das bei dem? Weiß ich nicht. Okay, munitionstechnisch sind wir jetzt wieder rein in diesem Big Boss. Das zieht eine Laserkanone. Munitionstechnisch sind wir jetzt wieder ganz gut dabei. Aber mal gucken, eine können wir noch mitnehmen, wenn keiner von den Jungs hier braucht. Sichere den Bereich! Weiter, wir sollten zu dem oberen Punkt gehen. Können wir den mittleren nämlich noch decken. Was so ist gar nicht oben, ist hier hinten. Gesichert. Hallo, bleib nah. Den Punkt haben wir nicht, sondern den anderen. Okay. Ist down. Aber wir haben gerade alle Punkte. Keine gute Leistung. Also von mir, von denen schon. Zwei Tore.
Also Doppelkill geht. Der schießt dann echt durch die Leute oder durch die Gegner durch. Deswegen ist das Ding hier, denke ich, auch so beliebt bei den hinteren Exterminatorswellen. Einfach weil man... Ja, ich meine, der Melter macht das auch, aber halt nur auf kurze Distanz, dafür breitere Fläche, also mehr gefächert. Aber damit kann man halt aus relativer Sicherheit diese ganzen blöden gegnerischen Ruins, vor allem die Devastoren, wenn sie dann mal immer kommen, kaputt machen. Pff, zwei so fette Bosse. Blöde ist halt, wenn man vor denen wegläuft und dann aber unten die Shooters sind. Geht man eigentlich häufig schneller drauf, als wenn man die Shooters da hinten erst wegmacht, weil das sind die, die tatsächlich hier den richtig fetten Schaden austeilen. Ich meine, klar, Big Boss, wenn er dran ist, auch, aber... Granate, der... Letzte Welle, okay, und dann kommen die Dämonen. Jetzt mal ganz gut. Blöd ist nur, dass da hinten jetzt natürlich eine ganze Munition liegt. Die halbe Welle geschafft. Thank you.
geil, wenn direkt neben einem das spawnt. Okay, ich muss hier weg. Shit, so viel Beschuss, da werde ich jetzt, ja. Hier seht ihr, das ist das. Da sind jetzt drei von den Shooter-Bossen gewesen. Von diesen besseren Shooter-Bossen auch. Und, ja, dann kann man nicht mehr weglaufen. Also das funktioniert nicht. Selbst als Sturm-Space-Marine wird man da ganz leicht abgeknallt. Aber sieht trotzdem noch ganz gut aus. Also jetzt schon wieder down gegangen bin, ist natürlich nicht so geil, aber, naja. Bei den ganzen anderen Waffen ist es auch so, dass wenn man nachlädt und dann aber trotzdem, also ich lade ja ständig Bolter nach immer, wenn man noch ein paar Schuss im Magazin hat, schon auf R drückt fürs Nachladen und dann aber trotzdem nochmal schießt, weil man sagt, okay, ich brauche die 2-3 Schuss doch noch, dass der dann einfach direkt wieder schießt. Das macht er hier nicht. Wenn ich einmal auf R geklickt habe, dann ist vorbei, dann lädt er halt nach. Und auch den Stomp kann ich da nicht machen, was halt echt scheiße ist. Oh. Mann, ich will den Marine da fliegen. Ich will hier aber noch. So, die Lügen sind voll nach 100, ne? Chaos Space Marines sind die, die Probleme hier bereiten, nicht so sehr die Zerfleischer. Vor allem dann davon nachher die Devastoren mit Plasma. Ein bisschen Munition wäre gut. Da sind Plasma-Devastoren. Jo, also so langsam. Okay, da muss ich jetzt einmal snacken.
Okay, die Dämonen brauchen dann schon ein paar mehr Stones, scheint's. Hat sich der Dämon schützend dazwischen gestellt. Stuff einsammeln, wenn noch was da ist. Nee, doch da. Wie schlecht. Fast leer, ich habe einen neuen Schuss. Schnell das hier einsammeln und abbauen. Champions. Sehr geile Rüstung, die wir haben. Alle.
sie wieder jetzt auf Risiko machen, weil wenn ich das nicht mache, dann habe ich halt keine Muni mehr und dann ist auch egal. Boah, geil, den einen Devastor dabei noch getötet. Ich hätte gern das andere Muni-Pack noch gekriegt, aber war ein bisschen, Mann, bisschen zu riskant. So, im Moment sieht es aber bis auf das Munitionsproblem hier ganz gut aus, denn sogar ein Chaos-Champion. Denn ich sag mal, bis auf den Umstand, ja, dass das mit der Muni ein bisschen knapp wird, haben wir volle Leben, mehr als die Hälfte der Welle schon geschafft. Das ist halt alles ziemlich nice. Der ist die Munition. Okay, jetzt haben wir da ein bisschen was, sehr gut. Plasma-Devastoren sind am schlimmsten, finde ich. Weil die halt auch über die ganze Map ballern und ja, kann man halt. Also dafür ist die Laserkanone fast unerlässlich, weil ich sag mal. Chaos Champion ist das gleiche wie mit den Orc Big Bossen. Die kann man dodgen. Also, Alter, wie viele sind denn das? Weil das sind alles Champions. Da kann man halt ja, einfach immer mal ein bisschen weglaufen und so. Aber halt nicht vor den Plasma-Assis. Das ist das gleiche wie bei den krassen Orc Bossen. Jetzt ist schon ein bisschen eng, bin ich schon wieder fast leer. Gib die Munition. Oh, jetzt nimmt der die Munition. Ja, Junge, dann kann ich dir auch nicht helfen, weil was soll ich machen ohne Mann? Alter. Oh Gott. Hier wieder der Safe Spot. Hab da gesehen, der hat jetzt umgedreht. Pistole macht jetzt ungefähr gar nichts. Wahrscheinlich reichen die Schuss noch nicht mal, um einen Champion wegzunehmen. Stück, Alter. Ein Hammer. Okay, Munition mehr. Er muss wieder umdrehen, weil er mich hier nicht sieht. Ja gut, ich bin ja halt auch Ravengard und so, ne? Jetzt bin ich hier in den Schatten, da macht er halt nichts mehr. Ich warte eben wieder, bis meine Rüstung aufgeladen ist. So, scheinbar haben meine Leute hier noch Munition irgendwie. Wie nicht. Aber ja, wir haben es geschafft quasi. Ja, die Welle ist quasi weg. Ja, warte bitte, sie treten ihn wieder. Ja. Sieg. Ja,
das, obwohl das Spiel schon so alt ist, ist nach wie vor immer noch eine krasse Nummer. Also hier so komplett durchzukommen, da braucht man, also es ist mit 4 Devastoren klappt, hätte ich auch nicht gedacht. Wobei mit den ganzen Laserkanonen, das ist schon krass. Denn einfach mal so da reingehen und alles kaputt machen, funzt halt nicht. Also funktioniert eine Zeit, aber halt nicht über diese 21 Wellen. Ja, deswegen, ich denke ja auch, Moment, mal eben hier. So. Ja, schade, jetzt gerade ganz geil. Also man findet jetzt gerade gut Spiele. Aber ja, also ich denke, die Raven Guard vor allem mit dieser Mark IV Rüstung hat es halt gebracht, ne? Ich meine, sieht ja auch einfach total geil aus. Als Devastor auch. Eigentlich in allen Varianten. Ja, sieht in allen Varianten cool aus. Klar, ein bisschen hier Kampfschäden und so, aber ist halt als Marine. Das Rückmodul sieht auch geil aus. Also MK4 schon sehr fett. Hier die, ich kann das verstehen, dass die Boxen immer so gehypt sind. Hier die Betrayal at Cult. War das die mit den MK4 oder war es die mit der MK3? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall die Box mit der MK4-Rüstung drin. Voll geil, hatte ich auch ein paar hier. Aber die sind ja so nach oben gegangen im Preis. Kriegst du ja teilweise 250 Euro für so eine Box. Ich meine, das ist wahrscheinlich dann immer noch günstiger, als wenn man die Teile einzeln kauft bei GW, immer in 10er Drops oder so. Aber trotzdem ist schon ein bisschen krank. Naja, also, egal. Das nur am Rande. Bin schon wieder ein bisschen abgeschweift. Das war der MK4 Raven Guard Marine. I am Raven Guard, sehr erfolgreich. 21 Wellen geschafft. Alles rasiert, paar Mal ganz oben in der Liste. So soll es sein. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.